Wie gesagt, also vom rein optischen finde ich das ziemlich geil. Sieht auf jeden Fall schick aus. Mein Pfannenwender kann das nicht. So. Können wir uns nochmal ein paar Burger gönnen. Zack. Vier Stück haben wir jetzt. Hurra! Sammelt die da ein, dann sind wir eine Seite weiter. Okay. Nehmen wir die mit, ne? Blitzschlag! Bereit machen für Superhelden-Action! So. Ups. Stinkeblase. Suchen wir einen anderen Weg. Warum denn einen anderen Weg? Die haust du einfach platt. Kollege. Ich hoffe halt, dass das Spiel nicht unbedingt nur irgendwie wie das andere gleich 3 Stunden lang war oder sowas. Oder lang ist. Sondern dass hier ein bisschen mehr Spielzeit drin steckt. Das wäre halt schön. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich bezahlt? 30 oder so. Glaube ich. Ich bin mir aber gerade nicht so sicher. Wo kam der denn her? Der hing da hinten in der Wand fest, okay. Stinkeblase. Suchen wir einen anderen Weg. Meine Superenergie ist gefüllt. Mach nur so weiter. Oh. Neuer Gegner. Du bist nicht Plankton. Du bist ein Roboter. Ach was. Münzen. Bam, 2 Brüssen. Aber sei vorsichtig, das hält nicht lange. Ja, aber sei vorsichtig, das hält nicht lange. Ja, der wiederholt sich auch. Ein wenig. Junge. Bam. Klick. Ui. 8 da hinten. Nein, du. Bam. Okay. Wie er dauernd die Fresse auf hat, Alter. Grenzdebil. Oh, toll. Da. So. Chaka. Hui. Nerd. Küchenutensilien sollten sowas eigentlich nicht machen. Ach Quatsch. Ich muss zugeben, mein Pfannenwender kann das nicht. Ja, nochmal 2 Burger. Okay. Zurück ins Fantasieland mit dir. Wieder ein Plankton-Roboter. Ui. Sekunde mal, du bist nicht Plankton, du bist ein Roboter. Oh Gott. Frage ist, ist da oben was drauf? In Bikini Bottom liegt jetzt ein Stück Unrat weniger herum. Heb das Papier da auf. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Zur Not muss ich irgendwie, werde ich das sehen, wenn ich da auf der anderen Seite bin, vielleicht. Wenn da was ist, dann muss dann irgendwie drauf kommen. Blam. Blam. Sekunde, du bist nicht Plankton, du bist ein Roboter. Du bist ein Roboter. Planktonbot. Zu schade. Eigentlich liebe ich Roboter. Wie in jedem SpongeBob-Spiel Roboter als Gegner sind, ne? Irgendwie witzig. Oder fast jedem. Ach, da, okay. Da ist die... Okay. Das ist auch nichts. Dann brauche ich da nicht hin. Planktonbot. Zu schade. Eigentlich liebe ich Roboter. Ich muss zugeben, mein Pfannenwender kann das nicht. Okay, so geht das. Küchenutensilien sollten sowas eigentlich nicht machen. Bisschen blöd ist, dass man in der Luft nicht schlagen kann. Das finde ich echt ein bisschen unpraktisch.
Zumindest, dass man irgendwie einen Schlag nach unten machen könnte. Und zwar immer. Man kann ja, den gibt's ja. Die Funktion. Die Ability. Allerdings nur als Held. Also Heldenschwammkram. Gedöns. Ist ein wenig doof, aber okay. Okay. Wollen wir das gleich machen, oder? Okay. Stinkeblase, suchen wir einen anderen Weg. Quatsch. Gibt ja keinen anderen Weg. Shady. Ist das Rest Home? Ist das das Altersheim oder was soll das sein? Oh, Stinkeblase. Suchen wir einen anderen Weg. Ich kenne leider die englischen Namen davon nicht. Die werden ja coolerweise auf Deutsch bearbeitet, meistens, oft. Nur in den Spielen halt nicht. Das ist ja cool hier. Ich finde die diese Plattform ganz cool, wo halt Quallen die hoch und runter schieben. Das finde ich witzig. Oh, da oben ist ein Schlüssel. Wahrscheinlich braucht man zwei Schlüssel und der eine ist auf der anderen Seite auch noch. Insofern gehe ich da nochmal hin. Weil ansonsten kommt man da ja nicht rauf. Dementsprechend würde ich dann so sagen, dass man halt einen Schlüssel, einen zweiten Schlüssel auch braucht. Mach ich doch. Ha! Yay! Unverwundblase? Was? Okay. Dreier-Kombo, Wurfburger weiterwerfen. Schlagangriff. Ach, ist das der Stamm? Ist das eine Stampfattacke? Also es gibt hier. Man kann Gesundheit erhöhen, okay. Ob wir das brauchen, weiß ich noch nicht. Momentan ist es natürlich noch sehr einfach. Schneller nachladen, braucht man auch nicht so krass. Eine Dreier-Kombo. Ich merke da, um ehrlich zu sein, nicht kein wirkliches Problem mit dieser Zweier-Kombo. Wurfburger weiterwerfen. Ich benutze sie kaum. Und Schlagangriff. Ich hole mir den einfach mal. Oder? Ah ne, da. Verbessern. So. Dann nochmal das. Behalten wir das einfach mal, ne? So. Ich gehe mal davon aus, dass wir wieder jeden einzeln leveln müssen. Was natürlich dann doof ist. Aber ich hoffe halt, dass irgendwie das Geld zusammen... Aber ich kann hier gar nicht changen. Ich kann den Charakter gar nicht wechseln. Hm. Entweder habe ich das gerade nicht gesehen. Oder man kann das nicht. Aber das wäre ja ziemlich doof, ne? Ja, Münzen. Okay. Ich meine, hier sieht zwar ein bisschen doof aus, dass man nur ein, aber von der Geschwindigkeit. Wahrscheinlich ist der letzte ein Schlag auf den Boden. Oder irgendwie sowas. Und, ja. Das ist dann natürlich, das bringt dann nichts, weil... Das Ding ist cool hier. Ah! Geht erst nach zweimal, okay, erst nach dem Doppelsprung. Dann geht das ja. Bisschen doof, weil man das hätte anders machen können. Vielleicht, ich weiß nicht, ob die das geplant haben oder ob das einfach nur Unvermögen ist. Aber grundsätzlich ist es eigentlich nicht schwer einzustellen, dass das, sobald man in der Luft ist,
Aber vielleicht wollten sie halt das irgendwie verhindern, dass man einfach nur, wenn man von einer Ledge einfach hier runter latscht, dass man dann, alles klar. Oder das kann man beim Upgrade, weil ich wüsste nicht, was man da upgraden soll, außer vielleicht die Stärke oder sowas. Wow. Ich laufe hier ein bisschen schief. Autsch. Clash. Stinkeblase, such dir einen anderen Weg. Ich bin Flaschangriff. Ach komm, so. Ich weiß nicht, ob ich hier eventuell die Sonne, das Licht, das Directional Light vielleicht direkt von oben gemacht hätte. Das wäre irgendwie. Für einen Jump and Run macht das irgendwie Sinn. Wo man dann halt auch weiß, wo man ist. So, ich meine, ich bin eben fast. Naja. Ich bin sehr knapp auf dem Ding gelandet nur. Ach, man kann hier gar nicht runterfallen. Was ist das denn für ein Schwachsinn, Alter? Kommt noch so eine Kacke. Hä? Okay. Also ich sag mal so. Noob-Hilfe, okay. Habe ich kein Problem mit, wenn es um ein Kinderspiel sich handelt. So, ja, ich meine, das ist ja für Kinder. SpongeBob ist ja nicht unbedingt für die Hardcore-Gamer oder sowas, aber ernsthaft, dass ich nicht mehr hier hinten runterspringen kann? Oh, hier kann ich runterspringen. Oder? Ja, kann ich. Hä, hey, what the fuck? Ich versteh's nicht. Katzen helfen! Das klingt wie Katzen helfen, ah, okay. Ein paar wenig Sprüche, muss ich sagen. Mein Pfannenwender kann das nicht. Ja, ein paar, also extremst wenig Sprüche. Ich weiß nie, ob das so, naja. Wie man einfach auch keinen Dings mehr hat. Bereit machen für eine Superladung. Er ist verschwunden wie ein schlechter Traum. Oh, Stinkeblase. Suchen wir einen anderen Weg. Ja. Zurück ins Fantasieland mit dir. Schön, dass man auch einfach, dass die nicht irgendwie hier hochkommen. Das ist auch ganz schön. Er ist verschwunden wie ein schlechter Traum. Bam. Bam. Autsch. Okay. Na komm. Wie die hier rumpupsen, Alter. Oh, Stinkeblase. Such mir einen anderen Weg. Ja. Vielleicht auch nicht. Ja. Einen Blitzschlag. Was für ein Energiestoß. Zurück ins Fantasieland. Also das schnelle Aufladen, das ist bislang überhaupt nicht notwendig, weil hier überall so eine Blitzdinger sind. Blitznotisierungen sollten sowas eigentlich nicht machen. Planktonwolle. Zu schade. Boah, krass. Also, das ruckelt hier ganz schön, ne? Und dabei ist da überhaupt nichts. Was ist denn hier? Komische Kamerasicht, ey. Katzen helfen. Das klingt wie Katzen helfen, Alter. Wie gesagt, hier ist es halt... Okay, hier hat er nicht mal einen Schatten. Warum auch immer. Ich weiß, hier alles im Schatten liegt. Ja, scheint. Ja, hier ist Schatten. Es sieht zwar toll aus, wenn es so ein bisschen, ne? Aber für ein Jump and Run ist das ein bisschen unpraktisch. Muss ich ehrlich zugeben. Zu schade. Eigentlich liebe ich Roboter. Besonders halt, wenn man hier irgendwie, ja, auf Plattform landen will, dann. Ja, ist halt einfach Gameplay-technisch etwas praktischer. Ich weiß nicht, wo lang.
wenn wir hier lang. Eis? Eis?